das Kloster Memleben. Deutsche Geschichte hier im Burgenlandkreis. Bekannt als Sterbeort von König Heinrich I. und seinem Sohn Kaiser Otto I. Jedes Jahr zieht das beeindruckende Kloster tausende Besucher nach Memleben. Um Menschen mit Handicap einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen, stehen nun große Baumaßnahmen an. Um die Pläne auch in die Tat umzusetzen, überreichte Ministerpräsident Dr. Rainer Haselhoff am 4. Februar einen Fördermittelbescheid an Landrat Götz Ulrich als Vorstand der Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben von mehr als 4 Millionen Euro. Mit den Fördermitteln wird das Klostergelände so umgestaltet, dass Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, auch Rollstuhlfahrer, den Außenbereich und alle Ausstellungen problemlos besuchen können. Zudem werden weitere Räumlichkeiten für Schulklassen geschaffen, um die museumspädagogischen Angebote für die 6. und 7. Klassen zu erweitern. Darüber hinaus wird ein Aufzug errichtet, der bereits existierende Seminarraum für die Wintermonate nutzbar gemacht. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 4,3 Millionen Euro. Das Bauprojekt wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, kurz GRW, mit über 4 Millionen Euro durch Bund und Land gefördert. Für die Baumaßnahme erhält die Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben somit eine 95-prozentige Förderung. Die verbleibende Summe finanziert sie aus Finanzmitteln, die der Burgenlandkreis 2018 zahlreichen kommunalen Kultureinrichtungen, darunter auch der Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben, zur Gegenfinanzierung von baulichen Großprojekten zur Verfügung gestellt hat. Die Umsetzung soll bis 2024 abgeschlossen sein.